hole heute mein Auto ab. Ja, was soll ich sagen? Wir sind mal wieder auf der Straße. Mal wieder auf dem Weg zu KW. Ich hole heute mein Golf ab. Der ist schon seit einer Woche fertig. Also es sind seit Ablieferung 3 Wochen jetzt vergangen. KW war schneller als mir. Ich habe Rücksicht genommen, weil der Max wollte unbedingt mit. Hat er gesagt. Oder auch nicht. Ich habe überredet, dass er mitkommt zum Videomachen. Ja, wir haben jetzt meinen Golf in Fichtenberg. Fahren mit dem T5 vom Robert samt Hänger. Hinten drauf ist der Passat RS. Weil wir fahren leider heute wieder nicht. Fahren gleich. Also, sorry, Max. Wir fahren gleich wieder weiter. Aber du hast doch länger, oder? Minimal. Minimal. Also, wir fahren gleich straight von KW weiter zu DTH, zum Tobi. Weil, wie gesagt, Passat lief im Mob. Haben wir im letzten Video vom Passat schon angekündigt, dass er da raufkommt. Wir nehmen meinen Golf mit, weil war ja ein Schmarrn, wenn wir den nicht gleich mitbringen. Dann gibt es vielleicht Auspuffer-Lock. Oder auch nicht. Aber ich glaube eher schon. Wir haben das letzte Mal gemessen. Und Passat lassen wir dort. Da darf sich der Tobi mal eine Woche oder zwei spulen. Und wir starten dann weiter nach Chemnitz. Fahren noch zum Mögel aus. Dann wird der Golf noch gerade geflügelt werden. Also es wird nicht bloß ein Tagesausflug, sondern leider ein Wochenendausflug. Das tut mir narrisch leid. Ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen gegenüber von deiner Freundin. Ganz abgesehen davon, dass dein Hund jetzt schon in Pension muss. Also, das wird's aushalten. Ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Ja. Naja, gut. Also, als nächstes sehen wir uns bei KW. Dann kommt die Überraschung. Ist ein V3 drin? Oder 3-Wege Clubsport? Ich habe noch nichts gesehen. Ich habe noch nichts gehört. Ich weiß nur, wir sind eigentlich um 9 Uhr da sein. Wir sind ein bisschen später dran, weil wir in der Früh nicht gleich weggekommen sind. Surprise, surprise! Endlich wieder im beschaulichen Fichtenberg. Und mein Auto ist fertig, ganz keinen Glauben. Yeah, boy. Ich habe schon ein Sneak Preview gekriegt. Es ist nicht das V3 geworden. Der Jonas hat den kleinen Wink mit dem Zaunpfahl beim Bringer erkannt und hat es 3-Wege Clubsport drin lassen. Ich bin mega happy. Das Achsmessprotokoll habe ich schon gesehen. Und alles andere fragen wir jetzt an Jonas, wie es so abgelaufen ist die letzten 2 Wochen, weil eine ist er gestanden, weil der Max da hat ja leider keine Zeit gehabt zum Filmen. Jo, gut, kriege ich meinen Schlüssel wieder. Jawohl. Sehr gut. Schön, dass ihr da seid. Hi. Danke. Grüßt euch. Servus. 3 Wochen später. Genau.
Wie war's? Hat's gefuchst? War's gut? Nö, war gut. War gut. Also das Fahrzeug generell, mein dein Feedback zum Originalfahrwerk? Es war schon bornig. Also es ist extrem hart gewesen, gerade Hinterachs war hart. Unberechenbar. Ja. Ich habe ja auf der Herfahrt schon eine S-Kurven sportlich genommen und das war relativ zickig, ne? Ja, also schwierig. Ja, ne, also in dem Fall hat man ein ganz gutes, in Anführungszeichen, Verbesserungspotenzial. Ist natürlich ab Werk dann auch immer ein Kompromiss, was der Fahrzeughersteller sich da immer überlegt. Ja. Aber jetzt mit dem Clubsport dreifach ist das auf jeden Fall eine gute Hausnummer. Fährt schön, fährt spurtreu, fährt geil, macht Spaß. Nötiger Restkomfort ist auch noch da. Also ich bin gespannt, was du sagst. Geil. Also ich freue mich richtig aufs Heimfahren, beziehungsweise aufs Weiterfahren. Kurz zu den Daten, die allerwichtigsten Sachen. Wie viel tiefer ist er jetzt geworden? Also wir sind jetzt bei dem Fahrzeug ca. 50 mm, 55 mm tiefer gegangen, also im Vergleich zur Serie. Müsst jetzt aber noch mal ins Datenblatt schauen, müsste ich lügen. Ist ja noch nicht angelegt, das Fahrwerk, also noch nicht ganz verkaufsfertig. Aber jetzt in dem Fall bei euch der erste Aufwasch, so bleibt es auch. So ca. 50 mm kann man sagen. Dreifach einstellbar, also die Zugstufe im Low Speed und die Druckstufe im High und im Low Speed separat einstellbar, einfach dass ihr dann noch mal mehr Flexibilität drin habt. Für euren späteren Einsatz, je nachdem wo ihr dann fahrt, auf dem Weg zur Rennstrecke oder auf der Rennstrecke. Genau, also es ist, man muss vielleicht so erklären, die Low-Speed-Variante ist die etwas größere Bodenwelle und die High-Speed-Variante ist zum Beispiel die Teerkante, die auf der Autobahn einmal kommt. Und der Gullideckel, die Brückenüberfahrt, irgend sowas. Genau. Und ist einfach ein Privileg. Clubsport Dreiwege bei der Golfbasis, bei den bisschen größeren heißt das V4. Also ein bisschen komfortabler als die Rennstreckenabstimmung. Genau, da versuchen wir halt das perfekte Setup für die Straße zu machen, einfach für die Alltagstauglichkeit und sowas. Ja. Aber jetzt hier beim Clubsport etwas reinrassiger, wie ich es immer ganz gerne nenne. Das ist, glaube ich, jetzt steht im Golf R auch ganz gut. R heißt reinrassig. Genau. Cool. Das Allerwichtigste jetzt für alle, die einen Golf R haben, ab wann können wir rechnen mit V3 Clubsport? Also ich hoffe, dass wir das Ganze binnen der nächsten 4 Wochen über die Bühne kriegen. Dann ist das Ganze verkaufsfertig. Preislich orientiert sich das Ganze wie beim Golf 7. Kann man nachschauen, kann ich jetzt noch keine genaue Aussage treffen. Aber ja. Sehr geil. Genau. Sehr geil. Dann wird das mit Sicherheit nicht das letzte Fahrwerk von R sein, wenn es serienmäßig schon so, sagen wir mal, mittelmäßig abgeschnitten hat. Ja. Verbesserungspotenzial. Verbesserungspotenzial jetzt gerade für dieses Fahrzeug, für euren Einsatz, für euren Anspruch war auf jeden Fall da. Ich hoffe, das haben wir gut getroffen und wünsche allen viel Spaß damit. Danke. Für jeden Fahrwerk das richtige, für jeden Anspruch das richtige Fahrwerk. Jetzt habe ich es verkackt. Und unser Anspruch ist jetzt Autobahn. Gleich mal testen. Cool, alles klar. Jonas, vielen Dank. Mach's gut. Danke auch. Und wir sehen uns mit dem nächsten Auto wieder bei euch. Oder du kommst mal zu uns vorbei. Können wir machen, ja. Sehr gerne. Super. Mach's gut, ciao. Danke.